Moin, moin, ich bin Alex Kortz und das ist eine rippische Übung für Tonleitern. Tonleiter eignen sich auch super dazu, um deine Rhythmik zu verbessern. Das Einzige, was du hierfür benötigst, ist dein Instrument und im besten Falle auch ein Metronom. Ich spiele die Rhythmen in meiner täglichen Überroutine immer erst als Viertel, dann als Achtel, dann als Sechzehntel. Und spiele sie immer bis zur None und dann zurück. Die None ist der zweite Ton der Tonleiter, nur eine Oktave höher. Und das Ganze mache ich, um einen guten Abschluss der Tonleiter hinzubekommen. Als Beispiel spiele ich jetzt D-Dur, stelle das Metronom auf Tempo 90. Das kann natürlich variieren, wie du es möchtest. Und spiele zuerst Viertelnoten. Als nächstes wären Achtelnoten an der Reihe. Und als nächstes Sechzehntelnoten. Natürlich kann man auch alle möglichen Rhythmen kombinieren. Jetzt ein Beispiel mit Viertel und Achtel und ich ändere mal die Tonart in F-Dur. Ich kann auch einfach die Achtel und die Viertel tauschen, klingt dann so. Natürlich gehen auch Sechzehntel. Ich spiele zuerst auch alles auf den Schlag, das heißt eine Viertel, dann eine Sechzehntelfigur und wieder eine Viertel und nehme dafür mal G-Dur. Ja, auch ungerade Takte sollte man nicht vernachlässigen. Jetzt spiele ich zum Beispiel punktierte Viertel, danach immer eine Achtel, ja, und bleibe mal bei G-Dur. Das Ganze kann man im besten Fall auch wild kombinieren, sprich Sechzehntel, Achtel, Viertel, punktierte Viertel. Und hier gebe ich euch auch ein Beispiel für, und zwar nehme ich mal E-Dur. Es gibt wirklich unzählige Variationen von Rhythmen und man findet auch viele Beispiele im Internet. Aber du kannst mir natürlich auch unter dieser E-Mail-Adresse schreiben und ich schicke dir gerne ein paar Rhythmen zu. Und diese ganzen Tonleiter kannst du natürlich nicht nur legato spielen, sondern auch staccato. Viel Erfolg!